Hallo ihr Lieben und willkommen im Januar. Es geht schon wieder los mit der Pflanzenanzucht, mit der Voranzucht der wichtigsten Kulturen, damit wir die nicht selber kaufen müssen. Dafür ist natürlich einiges zu beachten. Die Pflänzchen brauchen zum Teil auf jeden Fall auch Licht. Und ich schaue heute mal drauf, welche Varianten ich da so nutze, wie ich das alles so löse und vor allem, was das bei den aktuellen Strompreisen so kostet. Das Saatgut der letzten Chili ist gerade erst getrocknet und hier erblicken aber auch schon wieder die ersten das Licht der Welt. Wobei diese Pflänzchen erstmal Kunstlicht sehen, damit das hier überhaupt gelingt mit dieser zeitlichen Voranzucht. In diesem Jahr versuche ich das Experiment, hier verschiedene Kulturen und Pflanzen, die auch unterschiedliche Keimtemperaturen haben, dennoch auf engstem Raum hier in einer Anzuchtplatte eben vorzuziehen. Hier sind unter anderem Lauchartige dabei, schon früher Sommerporree, auch eine Zwiebelart. Die können dann im März auch schon ins Gewächshaus oder auch in den Folientunnel, zum Teil vielleicht auch schon ins Freiland. Muss man mal schauen, wie das Wetter sich dieses Jahr entwickelt. Auf der anderen Seite sind hier auch Salate, ebenfalls fürs Gewächshaus oder für den geschützten Anbau. Da können die im März durchaus schon raus und ziehen inzwischen dann auch nochmal um in einen anderen, kühleren Raum. Ansonsten habe ich jetzt hier diese Heizmatte drunter gelegt, damit die drei Reihen hier in der Mitte eine höhere Temperatur erreichen. Das sind nämlich die Paprika und die Chili und die brauchen ja gut so um die 20 Grad. Und die Matte, die hat 20 Watt und liegt jetzt hier seit 3 Tagen unten drunter. Die wird schön angenehm handwarm. Ich habe auch gemerkt, es reicht nicht, die hier ganz unten drunter zu legen, sondern es macht schon Sinn. Die ist auch wasserfest, die Matte zumindest, der Stecker nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und dann kann man ja direkt die Temperaturen auch unten an die Töpfe bringen. Muss natürlich dann auch gut schauen, dass man regelmäßig gießt, weil das eben auch schneller austrocknet. Ja, und nach 3 Tagen scheint es jetzt so, dass die ersten Chili, das sind die Habanero, das sind die Chili von Marco aus Portugal. Hier kommen auch noch ein paar Paprika, hier oben dürften meine Cayenne drin sein. Ja, sieht man jetzt überall hier schon, dass die am Keimen sind. Und dann kann die Matte erstmal auch wieder ausgeschalten werden. Und ich denke, die 3 Tage reichen auch. Ich habe mal ausgerechnet, wenn die 3 Tage durchweg läuft mit ihren 20 Watt, komme ich auf in etwa, hochgerechnet ja 80 Stunden, wie die läuft, bei den Strompreisen in etwa 50 Cent pro Kilowattstunde, landen wir in etwa bei 80 Cent, was das für insgesamt die 3 Tage kostet. Ja, ich finde das in Ordnung. Das Experiment scheint zu funktionieren. Das hat den Vorteil, dass ich nur eine Pflanzenlampe zurzeit benötige für alles, was in der Voranzucht ist. Und als ich das letztes Jahr am Kamin versucht habe, hat es auch viel, viel länger gedauert. Und mir sind auch manchmal die Pflanztöpfchen, die gerade sehr so in der Nähe standen, der Hitze öfter ausgetrocknet. Das war eher ungünstig. Hier habe ich das besser unter Kontrolle. Ich nutze bei mir verschiedene Pflanzenlampen, die auch ganz unterschiedlich angebracht werden können. Hier habe ich so ein Exemplar, was man einfach mit so einer Klemme hier so an den Tisch ranmachen kann. Und hat dann verstellbare Arme, sodass man auch auf verschiedenen Seiten, in verschiedenen Höhen, ja, die Lampen hier dann so anbringen kann, wie man es braucht. Für die große Pflanzplatte ist die ein bisschen wenig. Ich habe aber auch noch eine mit 4 Armen, die auf einem Stativ steht. Das eignet sich dann auch nochmal, ja, um das Licht dann auch höher zu bringen, wenn die Pflanzen dann größer sind. Für den Anfang würde die hier reichen, auch wenn es um Lichtkeimer geht. Und später braucht es dann aber auch ein bisschen mehr. Diese kleinen hier, die haben jetzt 30 Watt. Ich habe aber auch noch welche zum Hinhängen, wenn die Pflanzen dann größer sind und ein bisschen mehr Licht brauchen. Die haben 75 Watt. Ich habe für beide mal ausgerechnet, wie lange die in etwa so leuchten. Mit den Zeitschaltuhren kann man das ja relativ konkret steuern und dann auch einschätzen und ausrechnen. Und da schauen wir mal drauf, was ich da so ausgebe. Diese Lampen machen nicht gerade das angenehmste Licht. Die meisten kann man auch noch mal umstellen. Meine enthalten jetzt rote und blaue LEDs und in Kombination ergibt sich eben ja, dieser Violettton. Viele Lampen haben auch noch unterschiedliche Leuchtstärken, die man runterregeln kann, hier mit so einem Schalter. Und hier kann man auch noch Zeitschaltuhren einstellen. Bei den beiden Lampen, die ich jetzt hier oben nutze, gibt es jeweils die Möglichkeit auf 3, 6 und 9 Stunden einzustellen und dann schalten die sich automatisch ab. Ich mache jetzt mal die Rechnung auf für die Sparvariante, die ich versuche dieses Jahr in meiner Voranzucht mit den Jungpflanzen hier zu fahren. Zum einen stehen die alle auch an Fenstern und werden tagsüber auch nur mit dem natürlichen Licht, was draußen gerade ist, eben beleuchtet. Und die Pflanzenlampen schalte ich morgens und abends dazu, um die Lichtdauer zu verlängern
Und an ganz wolkigen Tagen kann es auch sein, dass ich die Lampen mal eine Stunde länger laufen lasse oder eine Stunde früher einschalte. Ja, weil man schon auch merkt, dass so über die Mittagszeit die Pflanzen sich dennoch Richtung Licht neigen. Da kann man auch die Platten noch mal drehen. Ja, oder muss eben entscheiden, ob man die Pflanzenlampen dann den ganzen Tag über anlassen will. Ich habe mich da dagegen entschieden und natürlich auch je nach Tageslichtlänge reduziert sich dann die Dauer, wie ich auch die Pflanzenlichtlampen brauche. Das heißt, im Januar und Februar sind die noch recht lange an. Da versuche ich den Tag morgens und abends schon um gute 4 Stunden zu verlängern. Im März und April reicht es dann meistens auch, wenn man so 4 bis 6 Stunden zusätzlich das Licht gibt, weil es natürlich auch draußen dann einfach länger hell ist. Je nach Wetterlage, wie sich das Frühjahr und der Frühsommer so entwickelt, rechne ich auch damit, dass ich ab Mitte, Ende April die Pflanzen auch tagsüber rausstelle, zum einen zum Abhärten, zum Gewöhnen ans Licht. Und dann brauchte ich die Zusatzbeleuchtung auch nicht mehr. Die kommen einfach frühs mit raus, wenn ich zur Arbeit gehe, und kommen abends, wenn die Sonne untergeht, wieder mit nach drin, einfach um dann nochmal vor der Nachtkälte zu schützen. Zur groben Kostenrechnung. Die Heizmatte, die hat 20 Watt und ich rechne damit, dass die pro Schwung an Chili, Paprika oder Tomatenanzucht in etwa 3 Tage an sein sollte. Also in etwa 80 Stunden nochmal aufgerundet. Das würde 1,6 Kilowattstunden entsprechen und bei einem geschätzten Strompreis von 50 Cent die Kilowattstunde kommen wir hier auf Kosten für in etwa 3 Tage diese Heizmatte von 80 Cent. Dann kommen die Pflanzenlampen. Ich rechne damit, dass ich hier für die ersten 30 Tage, solange die Jungpflanzen so klein sind, mit diesen beiden Lampen, die ich jetzt hier oben habe, klarkomme. Die haben jeweils 30 Watt. Und ich rechne damit, dass ich morgens und abends den Tag für die nächsten 30 Tage so in etwa um 4 Stunden verlängere. Das macht also 8 Stunden am Tag. Damit kommen wir auf in etwa 240 Stunden. Die 60 Watt verbrauchen macht 14,4 Kilowattstunden. Für die nächsten 30 Tage danach rechne ich damit, dass ich eine von den größeren, stärkeren Lampen zum Aufhängen mit dazuschalten werde. Die haben in meinem Fall keine integrierten Zeitschaltuhren, aber da kann man ja verschiedene Varianten dazwischen schalten an Zeitschaltuhren, die es da inzwischen so gibt. Ich rechne damit, dass ich dann den Tag noch um 6 Stunden insgesamt verlängern muss mit diesen Lampen. Da kommen wir für einen Zeitraum von 30 Tagen auf 180 Stunden. Mit der stärkeren Lampe kommen wir auch auf 105 Watt und damit auf 18,9 Kilowattstunden, die der übernächste Monat verbraucht. Dann rechne ich damit, dass ich weitere 30 Tage mit beiden von den großen und starken Lampen verfahren werde, einfach weil ich die aufhängen kann und weil die eine größere Fläche und größere Pflanzen besser versorgen können. Da kommen wir auf, ja, ich sag mal 4 Stunden, die ich dann den Tag noch verlängere. Die Pflanzen kommen dann auch an ein richtig gutes Südseitenfenster. Ja, und ich denke, 4 Stunden den Tag verlängern, also morgens und abends jeweils 2, könnte dann reichen. Da kommen wir auf 120 Stunden, die insgesamt 150 Watt verbrauchen. Die beiden Lampen macht 18 Kilowattstunden. Wenn wir die Kilowattstunden für die Lampen dann zusammenrechnen, für diese 90 Tage und in etwa mit 50 Cent rechnen pro Kilowattstunde, komme ich für die gesamte Saison, für dieses Frühjahr, für alle Pflanzen auf in etwa 25 Euro, 25,65 € für die Lampen. Da kann man dazu sagen, ich habe ein paar Aufträge aus der Nachbarschaft. Ich ziehe ein paar Pflänzchen auch für andere mit vor. Die können sich vorher aussuchen, was sie gerne möchten oder mir auch ihr eigenes Saatgut mitgeben, damit ich die Pflanzen dann bis zum Auspflanzen, ja, bei mir pflege und großziehe. Und die Spenden und die Tauschgeschäfte, die dadurch wieder so reinkommen, die refinanzieren diesen Stromverbrauch und noch ein bisschen was darüber hinaus auch. Ich versuche gerade noch zu überschlagen, wie viele Pflanzen ich da insgesamt hier glaube, so großzuziehen, unterzubringen. Mit den Tomaten ab März. Ja, ich denke mal so, also Pflanzen, die ernst zu nehmen sind, so die großen jetzt, Chili, Physalis, Paprika, auch die Tomaten, da denke ich, werde ich so um die 50 bis 60 Pflanzen insgesamt großziehen, wobei bei einigen Tomatensorten und ein paar anderen Sorten auch das wirklich ausreicht ab März oder auch Anfang April. Es gibt auch Sorten, die eher kleine Früchte bilden. Da muss man nicht so zeitig anfangen.
Ja, ihr Lieben, das ist der grobe Plan der Stromkosten. Ich denke, im Mai können wir noch mal ein Resümee ziehen, ob das tatsächlich so ausgereicht hat, was ich hier versuche an Mindestmaß zu fahren, also absolute Sparflamme an Zusatzbeleuchtung, ob das ausreicht, ob es doch mehr gebraucht hat. Ja, da schauen wir im Frühjahr auf jeden Fall noch mal, was dann realistischerweise die Stromkosten dann für diese Voranzugssaison wirklich gewesen sind. Ich gehe jetzt noch mal raus, bevor es frieren soll, bevor es wieder frostig werden soll. Gibt es noch jede Menge zu ernten. Frische Salate, frische Kräuter, ein paar Möhrchen kann ich mir noch ziehen. Ja, ich hoffe, ihr könnt auch das Wetter noch ein bisschen genießen. Macht das Beste draus und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!